Willkommen zurück zu Cold of Limp. So, wir haben jetzt hier das letzte Auge geholt. Und werden dementsprechend jetzt weiter ziehen und dieses Auge dann abgeben gehen, nachdem wir uns kurz um unsere Schäfchen gekümmert haben. Wir haben ja bestimmt schon wieder Kohldampf ohne Ende. Ah, ich wusste es. Da, okay. Eine Holzmine und eine Steinmine ist auch eingestürzt. So, Holz. Stein. Bin zwar am Überlegen, ob es nicht ausreicht. Warum ist denn das hier schon wieder Dreck? Warte mal. Wow. Habe ich gar nicht mitbekommen. Einer ist tot. Einer ist tot. Das ist nicht gut. Gut, gut. So, dann müssen wir... Wer war denn das? Ich habe gar nicht hingeguckt. Was? Bleib mir liegen. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein. Der Gutste darf doch nicht einfach tot sein. Können wir ihn denn wiederbeleben? Natürlich, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle herkommen. So muss das sein. Wo ist er denn? Also wirklich, jetzt stirbst du hier einfach. Nee, nee, nee. Sehr gut. Guck mal, und weil ihr mich so lieb habt... Hol ich dir mir noch, jawohl. Ja, 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 ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. So, dann machen wir kurz hier wieder. Einen auf den. Einen auf den. Graden. Holz und Stein ab. Wie gesagt, bin am Überlegen, ob wir das überhaupt brauchen. Okay. Haben wir auch. Ah, ist noch nicht so viel rumgekommen. Hier uns schon mehr. So. Wir brauchen Kürbisse, haben wir gesagt. Und euch. Das bedeutet, wir besorgen noch Kürbisse. Kürbissamen. Ja, ich weiß, dass jemand Hunger hat. So, wir brauchen euch. Und euch. Das... Ja, 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 ich weiß. Aber vorher will ich noch... Nein, eigentlich wollte ich nicht mit dir reden. Mewcard. Du willst so dringend reden. Jetzt will der Nächste mit mir reden. Eigentlich wollte er nicht mit mir reden, aber komm. Ach, wir haben heute... Nee, wir haben heute noch nicht. Wo ist er denn, der gute Mewcard, wenn er schon mit mir reden will? Oh, Boris, Indiana ist fast Level up. Nee, komm, hier, Mewcard. Unser 127 Jahre alter Mewcard. Was hast du denn auf dem Herzen? Oh. Oh. Ja. Aufstieg. Haben wir schon. So, du hast dann... Okay, passt, passt, passt. Dann ist nämlich gleich Nacht. Wir kochen schnell. Bab, bab. Und ja, wir kochen auch euch. Das muss... Oh, ja. Sehr schön. Zumindest die Nachtaktiven.
werden sich freuen. Ne? Was war das? Geh wieder, Wolge, mein nachtaktiver Kumpane. Bist du aufgestiegen? Na dann, hier nochmal. Da hat auch jemand was geklaut. Also wirklich. Jetzt dürft ihr nicht klauen. Das habe ich euch verboten. Was ist mit dir? Du steckst doch auch gerne auf, wa? Ruppi-Buppi. Wie? Ach, dich hatte ich schon inspiriert. Ach, haben wir hier ein kleines Geschenk für den Ruppi. Oh. Aufstieg, bitteschön. So, trotzdem habt ihr Hunger. Aber jetzt muss man bedenken, ich habe euch schon was zu essen gemacht. Ich werde auf jeden Fall einmal noch kochen, weil ich auch einmal essen möchte. So, dann gucken wir hinten nochmal rein. Ja, die Toiletten stehen natürlich, hätten bei den Feldern stehen sollen. Dann hätten wir... Kann man die umsetzen? Ich weiß es gar nicht. Weil dann wären die Wege nicht so weit, ne? Wir können mal gucken. Können wir sowas umsetzen? Oh. Gebäude bearbeiten. Entfernen. Bewegen. Wir können doch umbauen. So, das ist sehr schön. Denn ich würde die Toiletten schon gerne in dieser Richtung... Dass wir umbauen können, das hätte mir doch mal einer sagen sollen. Hier kommen die Gräber, kommen nach hier unten. Dann bauen wir jetzt hier um. Das muss einem doch immer jemand sagen. Ich bin nicht darauf gekommen, ne, mit dem Umbauen. So. So, sehr gut. Die Frage ist nun mit den Feldern. Was passiert, wenn ich die Felder... Ja, die lasse ich vor sich selber mal stehen, weil wenn ich die jetzt umbaue und alles ist futschi-butschi, das wäre richtig schlecht. Dum, 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 dum. So, dann haben wir die Gräber auch schon mal so weit um. Hallo? Oh, die leeren Gräber können wir nach da packen. Dann holen wir hier zum Beispiel diese vier Statuen. Können wir... einfach und simpel hier so als Vierer-Castle aufbauen. Dich nehmen wir mit, packen dich nach drüben. So, Toilette 1, Toilette 2. Dünger. Dünger 1. Damit die Wege nicht ganz so weit sind. Und einmal, hier, wir machen das so, Samen, Samen. Ja, die Küche werden wir umbauen. Dich können wir auch erstmal nach hier räumen.
Denn wir werden die Küche direkt nehmen und sie mal nach hier packen erstmal. Dann packen wir dich hierhin und dich dahin. So, der Kompost, den packen wir direkt hier ran. Jo. Sehr gut. Okay, den Rest lassen wir erstmal so. Ja, hier komm, damit ihr weiterhin Licht habt, wenn ihr kackern geht. So, du Pilzskulptur. Pack mal hier hin. Was bist du? Bewegt, massives Monster, Monsterschrein. Den würde ich auch hier hin packen. Das Reinigungshäuschen. Packen wir einfach hier oben. Jetzt nehmen die Toilettes. So, dann haben wir alles auf der linken Seite oder relativ linksbündig bis auf die Schlafplätze. Ist auch nicht weiter schlimm. Das Einzige, was mich halt noch so ein bisschen ist, halt hier. Da kann man sogar mehr bauen. Das hier wirklich umzuräumen, da habe ich Angst vor. So müssen wir an einem Beet dann mal testen. Aber okay, dann ist das erstmal umgeräumt. So ein bisschen, die sind jetzt hier unten. So, wir haben, natürlich haben wir Leute noch, die Hunger haben, aber wir haben doch gekocht. Müsst euch das doch nur holen, Leute. So. Okay, ihr geht essen. Ich sammle schon mal. Pack ein bisschen Holz wieder rein. Okay, haben wir. Bop, bop. Was war das? Also sie essen, aber und Rox, komm mal her, du bist doch hier loyal. Deswegen steigst du auch auf. Oben. Danke dir. So, ihr habt immer noch so viel Hunger. Problem ist, ich habe von dem guten Stuff nicht mehr so viel da. So. Ja, wir sehen aber auch, dass wir viele von den Blumen natürlich. Haben. Oh. Aber die brauchen wir ja auch, ne? Die Blumen brauchen wir ja zwangsweise auch. Stimmt, wir könnten Falle eine oben, eine unten dann aufbauen. Wie gesagt, das mit den Feldern, das testen wir noch, ob wir die nicht hier unten aufbauen können, so dass sie effektiver sind. Ich habe keine Ahnung. Wir holen uns noch mal hier einen Anhänger ran. Komatode ist auch bald 10. Untrox ist erst 8. Zeldax 666. Alles. Hier, du warst der Letzte, der tot war. Erzähl mal, was hast du denn gesehen? Ach, wirklich? Nein. Ah, okay. Check. So, einmal aufgestiegen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal schnell das Auge abgeben. Dann haben wir zumindest, glaube ich, alle Augen abgegeben und somit alle Teile. Hallo. Das nehme ich hier. Das ist für dich. Auge um Auge, in der Tat. Sehr gut.
Ja, dann fehlt uns halt noch ein Teil. Und das letzte Teil ist der. Oh Mann. Du hast also wirklich geschafft. Du verdammtes Lamm. Du hast alle vier Zeugen erschlagen. Plimbo steht zu seinem Wort und versteht was vom Geschäft. Ich werde dir folgen. Alles, was Plimbo im Gegenzug verlangt, ist, dass du meine Wasserwege schützt und meine Handelsgeschäfte absicherst. Ich schicke dir einige meiner Waren. Keine Rabatte, allerdings immer schön auf dem Teppich bleiben, Lamm. Sehr gut. Okay, dann, ja, was bleibt uns anderes übrig? Wir brauchen einen Hummer. Hummer, 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 Hummer. Gib mir doch einfach einen Hummer. Kann doch nicht so schwer sein, mir einen Hummer zu geben. Alles andere. Ich krieg sogar Schwertfische ohne Ende. Aber keinen verdammten Hummer. Das kann doch nicht so schwer sein. Eine Krabbe. Nee, 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 nee. Oder müssen wir wirklich perfekt treffen, dass das hier möglich wäre, ein Hummer? Also, ist das eine Drop-Chance? Von wegen hier, wenn du das perfekt triffst, dann kriegst du? Hm. Keine Ahnung. Nee, da war ich ein bisschen zu doll. Und kriege Gras. Ich will nicht kein Gras. Also, ja. Auf der einen Seite ist Gras ja was Schönes, aber ich brauche gerade kein Gras. Ich brauche einen Hummer. Ich glaube, ich werde irgendwann mal googeln, wo man so einen Hummer herbekommt. Ob das wirklich beim Angeln kommen kann. Also, ich bezweifle es zurzeit wirklich stark. Warum sind die Dinger jetzt nach da hinten? Ich will kein Oktopus. Ich will kein Oktopus. Und sowas Kleines? Naja. Hummer, 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 Hummer. Ja, komm her, Kleiner. Du bist wieder ein Oktopus. Viel zu viel. Nee, Schwertfische. Ich hätte jetzt gesagt Oktopus, weil du so viel mit deinem Schwanz gewedelt hast. Also der Schatten. Ich überlege wirklich, ob das eine Drop-Chance ist. Im Dungeon. Weil da müsstest du jedes Mal hoffen, dass du die Fischkarte bekommst. Und das ist ja wirklich nun, naja. Wir haben sie oft jetzt gehabt, aber trotzdem fehlt sie uns immer. Also trotzdem, ja, hat es bisher nur für die einfachsten Fische gereicht, ne? Also wir haben auch kein, also hier diese grünen und die roten, glaube ich. Wir haben bis jetzt keine Krabben, sonst sowas bekommen. Ja, ich habe keinen Hummer. Ich würde ihn ja gerne abgeben. Aber ich habe keinen. Das stört mich gerade. Okay, Plimbo ist tot. Da hatten wir auch. Also hier, nee, nicht Plimbo, oder? War das Plimbo? Naja. Er war tot. Hier war auch nichts mehr, ne? Ausverkauft. Ausverkauft. Deswegen, mir fehlen ja auch noch zwei Karten. Warum geht denn das so langsam? Also er ist
Ich würde sagen, ja, das ist wirklich Death. Freigeschaltete Anhänger kaufen. Können wir nicht. Uns fehlen ja noch. Oh, uns fehlen ja noch so viele. Aber wo kriegen wir die her? Müssen wir etwa so viele Endgegner noch besiegen, dass wir die auch noch bekommen? Also wir haben jetzt alle Anhänger von den einzelnen Zonen. Uns fehlen aber noch allgemeine Anhänger. Wo kriegen wir die denn her? Nein? Midas. Wir gehen mal in Midas Höhle nochmal. Abheben. Sind mit deinem Opfer zufrieden. Okay, also Midas Höhle ist ja auch so eine Geldmaschine, ne? Alle drei, also Geldmaschine ist es ja im Vergleich zu dem, was wir machen, jetzt mit unserer Opfergaben, ist es ein Witz. Weil überleg mal hier, das sind 40. Mit denen zusammen kommen wir hier schon auf 105, nee, 115. 215. Und das kriegen wir locker am Tag zusammen. Falle. Falle. So. Sammeln mal. Ja. Und hier kommen erstmal nur Kürbisse rein. Doch, Kürbisse. Das ist okay. Ja. Ihr macht ha brav AA. Wir haben Dünger, wir haben ein bisschen Dünger, das ist gut. Wir haben aber dann kein Gras mehr. Das bedeutet, wir können gar nicht anderes mehr gießen. Wir müssen, wenn wir kochen, der gute Stuff braucht noch, erstmal auf alles andere zurückgreifen. Und nein, das ist es halt. Da, keiner Blumenkohl, Fischsuppe, Fisch können wir anbieten. Da ist jetzt die Frage, brauchen wir alles? Ja. Fisch können wir gerade anbieten. Wir können auch. Kürbisse wollen wir ja nicht verbrauchen. Das könnte man einmal anbieten. Das ist auch Fisch. Okay, wir haben blauen Fisch und wir haben grünen Fisch. Das ist gut. Bis wir da hier genügend Kohle und so zusammen haben, wird das ein bisschen dauern. Gehe ich mal ganz fest von aus. Und ich will jetzt gerade nicht komplett Landschaftssimulator spielen. So. Essen und Brechen. Sind Jana ist aufgestiegen? Ja, war vorauszusehen. Das mussten wir uns so hart erkämpfen. So, die Frage ist, gehen wir jetzt schon beten? Was machst denn du da, Gewitterwolke? Warum fällst du die Bäume? Ha? Oh, da ist hier jemand aufgestiegen. Komm her. Komm her. Du sollst herkommen. Na, dann gieß mal schnell. Machen wir doch wieder ein bisschen Landschaftssimulator. Hopp. Hopp. Weil dann brauchen die Pflanzen, glaube ich, gar nicht, also etwas kürzer, ne? Wenn ich mich anstrenge und die auch noch hier bewässer. Jetzt komm mal her. Oh, du sollst herkommen.
So, hopp. Ja, kommst du jetzt endlich mal her? Also wirklich. Und dann haust du einfach ab? Also wirklich, das hätte ich von dir nicht erwartet, Jelly. Das ist gemein. Einfach von mir wegrennen. Ich glaube. Ja, glauben ist gut. Oh. Die untere Toilette scheint sehr beliebt zu sein. So, wir haben nicht mehr genügend Gras. Glaube ich, ja. Das bedeutet, wir müssen so oder so losziehen. So, machen wir das noch. So. Hier ist schon wieder voll. Also wir kriegen auch mehr als das am Tag zusammen. Das sind ja schon 350 Gold jetzt nur das gewesen. Und jetzt hier nochmal knapp, ne, nicht ganz, aber fast. So, wen holen wir uns denn diesmal? Hier kommen Zeldax. Komm mal her, mein Gutster. Du warst schon wieder hungrig. Du und dein Essen, also wirklich. Guck mal her. So, dann würde ich vorschlagen. Du bist noch nicht aufgestiegen. Interessant. Lassen wir dich jetzt aufsteigen. Denn wir predigen. Kommt her, meine Anhänger. Habt mich lieb. Ihr alle. Ja, genau. Liebt mich. So, mindestens einer ist aufgestiegen. Da. Hab es gesehen. Der Zeldax ist aufgestiegen. Ach, da ist noch jemand. Oh, du bist auch aufgestiegen. Kabal, ne? Oder? Ja. Mein Guter ist auch aufgestiegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Ich würde vorschlagen. Naja, wir machen das. Wir werden erstmal Dünger auffüllen, weil sie kräftig dabei sind, Dünger zu verteilen. Ja. Das ist wichtig. Dass das aber immer nur zwei sind. Du siehst schon, dass ich das gemacht habe, ne? Okay. Weil die sind kräftig dabei, war zu düngen, das ist schon krass. Letzter? Jo, Feldarbeit fertig. Aber hier, guck doch mal, die sind doch an sich auch fertig, oder? Täusche ich mich jetzt? So. Sammeln wir hier nochmal schön ein. Ja, dann machen wir jetzt hier an der Stelle Feierabend. Ich glaube, ich gehe beim nächsten Mal zum Ende. Boss, also zu unserem Herrscher und gucken mal, was da los ist. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.